wie sieht denn das eigentlich aus? Ist diese Treibhausgasquote ein grünes Mäntelchen, was man irgendwie hat, um sozusagen der Mineralölindustrie etwa zu helfen? Und das ist aus unserer Sicht eine sehr sinnvolle Sache, weil eben genau das gefördert wird. Wenn ich den Strom zur Verfügung gestellt habe, auf meine verkauften Liter Benzin und Diesel anrechnen? Die Mineralölunternehmen müssen aktuell eine Strafe von 470 Euro je Tonne zahlen und diese Strafe kann dadurch gemindert werden. Das Thema CO2-Reduzierung steht ja ganz oben auf der Agenda. Vor allem im Verkehr gibt es noch wahnsinnig viel zu tun. Und wie ihr alle wisst, versuchen wir alle, auch die Regierung, auf verschiedenen Wegen die Treibhausgasemissionen im Verkehr irgendwie runterzukriegen. Da haben wir zum Beispiel seit Anfang dieses Jahres die CO2-Bepreisung. Also Benzin und Diesel ist deutlich teurer geworden. Wir haben den Flotten-CO2-Grenzwert, der immer weiter nach unten geht. Und da scheint es aber tatsächlich noch etwas anderes zu geben. Und was ich so genial finde von uns und von euch, von unseren Zuschauern, ist, dass wir immer wieder so Tipps und Hinweise kriegen. Hey, da haben wir was gefunden, da gibt's was Neues. Und da gibt es wirklich etwas Hochspannendes, nämlich die sogenannte THG-Quote. Und als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, habe ich noch nie gehört, habe ich überhaupt keine Ahnung, was das sein soll. Und um uns das zu erklären, habe ich mir den Philipp eingeladen. Und sag erstmal Hallo zu Philipp. Grüß dich, Hallöchen. Hi, danke für die Einladung. Sehr gerne. Philipp, du wirst uns gleich ein bisschen was zur THG-Quote erzählen, auch was sich hinter dieser Abkürzung verbindet. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Du bist von GreenTracks, das ist ein Startup und ihr habt ganz viel Informationen zur THG-Quote. Genau. Mein Name ist Philipp Weikamp. Ich bin vom Startup GreenTracks. Und wir haben quasi die Vision, dass irgendwann mal die Elektromobilität beziehungsweise die gesamte Mobilität auf erneuerbaren Energien fußt. Nicht nur hier in Deutschland, aber auch in global. Mhm. Und momentan haben wir eben angefangen, die Treibhausgasminderungsquote, wie sie heißt, also THG-Quote abgekürzt, haben wir angefangen umzusetzen. Und das machen wir jetzt. Wir sind ein junges Unternehmen, haben letztes Jahr im Februar gegründet und arbeiten jetzt viel mit Stadtwerken, mit Energieversorgern zusammen, um eben diese Quote umzusetzen. So, jetzt hast du gesagt, THG-Quote bedeutet Treibhausgasquote. Und jetzt musst du uns natürlich mal erzählen, was hat jetzt eine Treibhausgasquote? Was ist das? Was hat das mit dem Thema CO2-Reduzierung im Verkehrssektor eigentlich zu tun? Genau. Ja, ganz konkret beruht das Ganze auf der Renewable Energy Directive 2 von der Europäischen Union. Die besagt eben, dass im Verkehrssektor die Emissionen sinken müssen. Ne? Es gibt ja Vorgaben für alle verschiedenen Bereiche und so auch für den Verkehr. Und im Verkehr muss dann bis zum Jahr 2030, bis zu einem gewissen Wert, die Gesamtemissionen sinken. In Deutschland muss man diese Direktive eben natürlich anwenden in Recht. Und wenn man das dann in Deutsch ausdrückt, dann heißt das Ganze Treibhausgasminderungsquote. Und die schreibt eben vor, dass die Inverkehrbringer fossiler Kraftstoffe, also Mineralölunternehmen, ja, die großen kennt man alle, dass diese Mineralölunternehmen ihre verursachten Emissionen senken müssen. Ja, das heißt, je Liter Sprit, der verkauft wird, wird gesagt, naja, das verursacht in der Verbrennung so und so viele Emissionen und diese Emissionen müssen jedes Jahr sinken. Das konnten die bisher, konnten die das machen, diese Treibhausgasminderungsquote mit Biokraftstoffen. Da wurden Biokraftstoffe dann dazu gemischt, ja, bis zu einem gewissen Grad oder es wurden Biokraftstoffe noch dazu gekauft. Und seit dem Jahr 2019 kann man aber auch die elektrische Treibhausgasminderungsquote anrechnen. Also da geht das Ganze auch für Elektrofahrzeuge. Also das heißt, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Shell oder BP wäre und ich würde im Jahr, ich nenne jetzt mal irgendeine Hausnummer, 100 Millionen Liter Benzin und 100 Millionen Liter Diesel in den Verkehr bringen, dann bin ich sozusagen verantwortlich für eine entsprechende Menge an CO2, die dann beim Verbrennen, beim Autofahren entsteht. Und muss sozusagen dafür bezahlen, um das mal auf Deutsch zu sagen. Und damit das niedriger wird, schreibt man mir vor, du musst irgendwas tun, damit pro Liter Benzin und pro Liter Diesel weniger CO2 entsteht. Jetzt kann ich ja meinem Liter Diesel und meinem Liter Benzin nicht sagen, erzeug mal nicht 2,3 und 2,6 Kilogramm CO2 pro Verbrennung, sondern weniger. Das wird den Liter nicht interessieren. Also mische ich irgendwas bei, damit es weniger wird.
Bist du das erstmal so konkret erstmal wiedergegeben? Genau, das trifft's, ne? Du kannst entweder sagen, ich mische denen was bei oder ich verkaufe von der Gesamtmenge, die ich eben verkaufe, verkaufe ich dann rein Biokraftstoff, ja, oder einen fortschrittlichen Kraftstoff. So kannst du eben natürlich auch Emissionen sparen, aber du kannst dann sagen, ja, ich habe jetzt für meine, du hast gesagt, 1 Million Liter Beispiel, ja, davon muss ich dann die Emissionen um 6% mindern jedes Jahr. Okay, so und jetzt wissen wir ja, dass das natürlich nicht so ganz einfach ist. Also hast du jetzt gerade gesagt, und jetzt kommt Elektromobilität ins Spiel, um sozusagen der Mineralölindustrie etwa zu helfen, die Treibhausgasquote zu erfüllen. Sehe ich das richtig? Also aus unserer Sicht nicht. Ja, Okay. aus unserer Sicht hat die Bundesregierung damit ein Instrument geschaffen, um diesen Transfer, der eben stattfindet, ja, wie gut oder schlecht Biokraftstoffe sind für die Umwelt, muss jeder selber beurteilen. Aber die Bundesregierung hat versucht, damit einen Transfer zu schaffen hin von fossilen Kraftstoffen zur Elektromobilität. Und das ist aus unserer Sicht eine sehr sinnvolle Sache, weil eben genau das gefördert wird. Ja, Elektromobilität. Selbst wenn es jetzt noch momentan der Graustrom aus Deutschland ist, ja, aber selbst dann hat man schon eine ordentliche Ersparnis gegenüber einem gefahrenen Kilometer mit einem Verbrenner eben. Und deswegen ist das aus unserer Sicht eine ganz sinnvolle Sache, ja, weil eben die Elektroladesäulen und weil eben die Elektromobilität an sich darüber gefördert wird. Also das bedeutet, ich versuche es nochmal wiederzugeben, das bedeutet also, dass man jetzt in Zukunft oder vielleicht auch jetzt schon, müsstest du nochmal kurz sagen kann, oder dass ein Mineralölunternehmen sagen kann, okay, ich kann jetzt sozusagen die gefahrenen Kilometer mit einem Elektroauto, wenn ich den Strom zur Verfügung gestellt habe, auf meine verkauften Liter Benzin und Diesel anrechnen. Genau. Prinzipiell läuft das dann so, ja, dass du sagen kannst, naja, oder man nimmt halt an, dass man mit eine Kilowattstunde hat eine gewisse Emission. Da wird der deutsche Strommix genommen und dann wird gesagt, okay, pro Kilowattstunde Strom, die wir erzeugen, ja, emittieren wir so und so viel CO2. Dann wird geschaut, ja, wie viel Kilowattstunden Strom hast du eigentlich an Fahrzeuge geladen und wie weit kannst du damit kommen? Und mit einer gewissen Anzahl Kilowattstunden Strom kommst du dann so weit und wird gesagt, naja, wenn man die Kilometer mit einem Verbrenner zurücklegt, dann hätte man eben deutlich mehr Emissionen verursacht. Und das wird dann wieder angerechnet und dann wird gesagt, okay, ne, der Gesamtanteil deiner verursachten Emissionen ist gesunken. Und so kannst du dir das dann quasi gut schreiben lassen, wenn du möchtest. Ja? Die Mineralölunternehmen müssen aktuell eine Strafe von 470 € je Tonne zahlen und diese Strafe kann dadurch gemindert werden. Jetzt gibt es ja an Tankstellen zu 99,999% nur Zapfsäulen und keine Elektroladesäulen. Wie macht das dann wieder? Wie könnte das dann so ein Unternehmen machen, wie, was weiß ich, BP, Shell, Aral oder wie sie alle heißen, ist ja völlig egal. Müssen die jetzt Ladesäulen bauen oder wie kommen die sozusagen daran, Fahrstrom, der irgendwo verfahren wurde, sich gut rechnen zu lassen? Genau, tendenziell, ja, die könnten Ladesäulen bauen. Das ist aber natürlich nicht deren Geschäftsmodell, das ist auch nicht deren Interesse. Und was der Gesetzgeber hat dann eine Möglichkeit geschaffen und hat gesagt, naja, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Stadtwerk haben, das sagt, ich habe ein paar Ladesäulen und ich habe mit diesen Ladesäulen x Kilowattstunden Strom verladen, dann kann das Stadtwerk zum Umweltbundesamt gehen und kann sich dafür quasi die gesparten CO2-Emissionen gutschreiben lassen und kann dann zum Energieversorger gehen, zum Mineralölunternehmen gehen und kann von dem Mineralölunternehmen dann eine Gutschrift über diese oder eine Verpflichtungsabnahme dann eben bekommen, ja, und kann dann darüber zusätzliche Einnahmen erzielen. Also das bedeutet, dass zum Beispiel jetzt in dem Beispiel, das du genannt hast, das Stadtwerk zum Mineralölunternehmen geht und sagt so, hey, pass mal auf, wir haben hier für, keine Ahnung, 1000 Tonnen CO2 Fahrstrom ausgegeben. Die gebe ich dir, natürlich gegen Geld wahrscheinlich. Und das Mineralölunternehmen sagt, okay, das nehme ich. Das kostet mich nämlich weniger, als die entsprechende Strafe zu bezahlen. Genau. Genau, dadurch, ja, spart natürlich theoretisch das Mineralölunternehmen ein bisschen Geld. Es ist aber auch so, und deswegen bewerten wir das Ganze als gut, weil bisher, ja, zahlt das Mineralölunternehmen eine Strafe. Das zahlt die an den Staat. Was der Staat damit macht, ist nicht festgelegt. Ist ja wie eine Steuer quasi. Ja, das heißt, das darf man nicht festlegen, wofür das Ganze verwendet wird. In diesem Fall haben wir jetzt die Änderung, ja, und können halt so
sicher gehen, dass das auch in erneuerbaren Energien beziehungsweise in der Elektromobilität ankommt. Genau. Okay. Jetzt hast du gesagt, dieses ganze System, was es da im Moment gibt, das läuft ja schon, das ist ja schon da. Dieses ganze System ist gerade so ein bisschen in der Überarbeitung. Da sind gerade so ein bisschen Bewegung reingekommen. Was wird sich denn genau für diesen Sektor, also diese Verknüpfung zwischen Elektromobilität, Treibhausgasquote, was könnte sich denn da vielleicht in den nächsten Monaten noch bewegen? Genau, dazu muss man ein bisschen verstehen, wie das aktuelle System funktioniert. Wir haben schon gesagt, dass Stadtwerke können sich die geladenen Kilowattstunden an einer Ladesäule anrechnen. Jetzt ist es aber auch so, dass Energieversorger, also Stadtwerke, Energieversorger, die können sich für ihre Elektromobilitätskunden auch eine Gutschrift geben lassen. Mhm. Weil man aber nicht ermitteln kann, wie viel jeder Elektromobilitätskunde zu Hause lädt, ja, weil noch nicht jeder eine smarte Wallbox hat, wird gesagt, man gibt einen Pauschalbetrag. Ja, es kann dadurch natürlich zu einer Doppelanrechnung kommen, ja, weil wenn ich immer bei meinem Stadtwerk lade oder bei meinem Energieversorger an der Ladesäule lade, dann wird das angerechnet und mein Energieversorger kann sich auch eine Pauschale holen für mein Elektrofahrzeug. Mhm. Aber man sagt eben, man möchte die Elektromobilität fördern und man möchte das deswegen stärker pushen, als es möglich ist, ja, und erlaubt deswegen in dem Fall diese Doppelanrechnung. In Zukunft wird es aber so sein, dass nicht nur der Energieversorger die Fahrzeuge anrechnen kann, sondern auch Privatpersonen können über einen wie auch immer gearteten Dienstleister dann sich beim Umweltbundesamt melden und können sagen, hier ist mein Fahrzeug und ich habe auch Emissionen eingespart. Was ist denn jetzt genau eigentlich zum Beispiel eure Rolle? Also wo kommt ihr ins Spiel? Was ist sozusagen, woran, ihr wollt ja auch irgendwann mal Geld verdienen, das ist ja auch total in Ordnung. Was ist sozusagen eure Dienstleistung, die ihr als GreenTracks anbietet? Man kann das im Grunde genommen, gibt's da mehrere Bereiche. Zum einen unterstützen wir die Energieversorger bei der Ansprache ihrer Elektromobilitätskunden und eben bei der Aggregierung der Daten, ja, wie viel Kilowattstunden hat man ausgegeben und. Auch bei der Meldung an das Umweltbundesamt, aber was wir eben auch machen, ist, wir bringen im Grunde genommen die Energieversorger und die Mineralölunternehmen an einen Tisch. Da ist es, muss man sich das ein bisschen so vorstellen. Ja? Die Mengen vom Strom sind aktuell noch sehr, sehr klein. Das heißt, ja, gerade wenn so ein kleineres Stadtwerk kommt und sagt, naja, ich habe jetzt hier 10 eingesparte Tonnen, dann sagt vielleicht so ein großes Mineralölunternehmen, naja, ich muss aber jedes Jahr 1 Million Tonnen Strafe zahlen, ja, für die 10 Tonnen, dann kostet mein Anwalt in 10 Minuten mehr, als dass ich die Tonnen bei dir kaufe, die Ersparnis dadurch. Ja? Dann sagt das Mineralölunternehmen, nee, das machen wir nicht. Wir arbeiten aber mit relativ vielen kleineren Energieversorgern auch zusammen. Wir arbeiten auch mit größeren zusammen, aber wir arbeiten auch mit kleineren zusammen und können dadurch eben dieses an den Tisch bringen ein bisschen vereinfachen. Ja, wir haben dann einen Standardvertrag, der zwischen beiden Parteien quasi ausgetauscht wird und dann wird das Ganze eben an den Tisch gebracht. Wie verdienen wir Geld? Wir verdienen Geld. Zum einen machen wir eben Projekte mit den Energieversorgern, weil die Fahrzeugscheine einzusammeln ist natürlich nicht ganz leicht. Ja, das muss auch gemacht werden. Die müssen auch alle geprüft und ausgelesen werden. Ja, es dürfen sich ja nur Elektrofahrzeuge melden. Hybride werden nicht angerechnet. Und nur reine Elektrofahrzeuge gelten eben. Mhm. Und ja, das, so eine Kampagne umzusetzen, ist natürlich auch nicht ganz ohne. Da helfen wir auch den Energieversorgern bei, eben bei der Ansprache und dabei, die Daten aufzubereiten und dann ans Umweltbundesamt zu geben. Okay. Und jetzt muss man ja erstmal auf so eine Idee kommen, sowas zu machen als Start-up. Und mich interessiert das irgendwie auch immer, wie seid ihr dazu gekommen? Also vielleicht habt ihr neulich das Video gesehen, das wir veröffentlicht haben mit der 18-jährigen Schülerin, die jetzt eigene Wallboxen produziert. Und bei ihr war so ein bisschen die Idee, die haben selber ein Elektroauto und haben eben gemerkt, es gibt zu wenig Ladeinfrastruktur, also nehme ich das selber in die Hand. Wie ist es bei euch? Fahrt ihr auch elektrisch oder wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Oder ist es einfach just for the money, just for the fun? Also, ja, just for the money ist das nicht. wir sind tatsächlich eine purpose-getriebene GmbH oder eine Vision GmbH. Ja, das heißt, wir haben uns die Vision gesetzt, dass wir auf globalem Maßstab erneuerbare Energien haben wollen. Ja, wir arbeiten da sehr stark ausgerichtet an das SDG 7 der Vereinten Nationen, ja, eine Energiegerechtigkeit im Grunde genommen auf der ganzen Welt zu schaffen.
Das ist das Ziel, was wir haben. Wo wir herkommen, wir sind eine Ausgründung auch aus dem Bereich der Elektromobilität von der Firma e-Mobilify. Da hat mein Mitgründer Benedikt Kirpes hat das Unternehmen ausgegründet aus dem Bereich. Und unser Ziel ist eben, dass wir es irgendwann schaffen, dass die Elektromobilität erstmal in Deutschland, aber dass die Elektromobilität zu 100% aus Erneuerbaren stammt. Ja, das ist das ist so die Hausnummer, wo wir hinwollen. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, das versuchen wir mit unseren Kunden immer umzusetzen, dass wir direkt mit den Mitteln, die erzeugt werden aus dieser Treibhausgasminderungsquote, direkt auch die erneuerbaren Energien eben fördern. Ja, dass wir da einen direkten Rückfluss haben. Philipp, letzte Frage von mir an der Stelle. Wie sieht denn das eigentlich aus? Ist diese Treibhausgasquote ein grünes Mäntelchen, was man irgendwie hat, was so ein bisschen im leichten Sommerwind weht? Ja, da gibt es so eine leichte Minderungsquote. Oder ist das wirklich aus deiner Sicht ein Instrument, was vielleicht jetzt oder auch vielleicht erst in ein paar Jahren tatsächlich genau dazu beitragen kann, mehr Elektromobilität und vor allem weniger CO2 im Verkehr? Also, wir haben, so wie es aktuell ist, es ist eben so, dass der Strommix nicht differenziert wird, aber dass eben auch der reine Ökostrom stärker berücksichtigt wird. Ja, und dass man dann auch eben sagt, dadurch wird eine stärkere Förderung dafür kommen und man kann das Ganze besser umsetzen, sodass ein zusätzlicher Incentive eben entsteht. Wie ich aber vorher schon gesagt habe, ist das aus unserer Sicht, ist das jetzt kein Deckmantel, um zu sagen, man fördert damit so den oder ne, gibt den Mineralölunternehmen den günstigen Weg, um da ihre Quote zu erfüllen. Zumindest aus unserer Sicht, wir versuchen immer, den maximal möglichen Tonnenpreis zu erreichen, damit eben möglichst viel Mittel bereitgestellt werden, ja, für Elektromobilität und für erneuerbare Energien. Wir haben da auch sehr gute Erfahrungen gesammelt, wenn wir zum Beispiel mit Kunden zusammengearbeitet haben, mit Energieversorgern, die ihren Kunden wiederum als Incentive angeboten haben, dass der Betrag, der erreicht werden kann, dass der direkt gespendet wird, zum Beispiel in Solarpaneele. Wir bauen die aktuell mit einem Partner in Bangladesch. Ja, und dann wird der Betrag wird direkt gespendet und so eben für Energiegerechtigkeit gesorgt. Ja, da über Elektromobilität zu sprechen, ist vielleicht noch ein bisschen zu weit, zumindest nach unserem Vorbild. Aber da werden dann eben Solarpaneele gebaut. Und das ist halt einfach diese Verbindung, die wollen wir herstellen, statt dass es einfach ins Staatssäckel fließt, ja, und dann quasi unkontrolliert verwendet wird. Und der Begriff, jetzt muss ich doch noch eine allerletzte Frage ranhängen oder ich präzisiere das mal. Eine Quote hört sich immer nach Prozentwerten an. Kannst du noch mal sagen, wo stehen wir und wo wird sich diese Quote hin entwickeln? Also das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, den wir hatten. Wir sehen die Quote als die könnte durchaus ambitionierter sein. Ja. Wir haben aktuell 6% und wir müssen bei im Jahr 2030, ich glaube, bei 28% sein. Verglichen zu 1990. Was natürlich, ja, also für den Verkehrssektor wird das eine Herausforderung, weil der Verkehrssektor der einzige Sektor ist, der immer noch steigt mit den Emissionen. Aber nichtsdestotrotz könnte das aus unserer Sicht heraus noch ein bisschen ambitionierter sein, ja, weil dann würde man einfach den Drive da noch mehr reinsetzen. Okay, also wir haben auf jeden Fall eine steigende Quote. Das ist ja eigentlich schon mal Ja. ganz gut. Die kann natürlich letztlich nie hoch genug sein. Ja, das ist bei allen Reduktionszielen so. Philipp, habe ich noch irgendwas vergessen, dich zu fragen? Willst du noch irgendwas loswerden? Du bist ja der Fachmann bei der THG-Quote. Ja. Ich glaube, soweit ist alles gut. Okay. Ja, herzlichen Dank. Wenn noch was nachkommt, wir haben schon verabredet, wenn es da entscheidende Veränderungen gibt oder wenn bestimmte Dinge sich neu ergeben haben, dann werden wir uns nochmal zusammensetzen und machen nochmal ein Follow-up sozusagen dazu. Aber von meiner Stelle jetzt erstmal an dich ein ganz herzliches Dank, dass du mir und ich denke, ich hoffe euch auch, die THG-Quote gut erklärt hast, was eigentlich dahinter steckt. Also wir können sehen, da ist tatsächlich einiges im Gang. Flotten-CO2-Grenzwert, habe ich gesagt, stetige Absenkung der CO2-Emissionswerte in Europa. ETS haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht und darüber berichtet. CO2-Bepreisung und THG-Quote, das heißt, die Schlinge könnte man sagen, um den Verbrenner zieht sich langsam zu, oder? Also aus unserer Sicht hat der keine Zukunft. Ich meine, gut, ja, da brauchen wir ja nicht, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Es wird auch, glaube ich, aus Sicht der Unternehmen jetzt, ja, so langsam muss man, auch der letzte Autobauer hat, glaube ich, erkannt, dass er mit dem Verbrenner jetzt keine großen Erfolge mehr feiern kann, zumindest auf absehbare Zeit. Wir versuchen unseren Beitrag damit zu leisten, dass wir ein bisschen mehr erneuerbare Energien ausbauen und Super.
Dann lassen wir das einfach so stehen. Philipp, vielen Dank an euch. Alles Gute dir, alles Gute euch, viel Erfolg weiterhin. Ich bin mir sicher, dass wir uns demnächst nochmal wiedersehen, in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten, wenn es Neues zu berichten gibt. Vielen Dank, dass ihr euch den Bericht angeschaut habt. Ich fand es wieder mal wahnsinnig spannend. Ich freue mich immer total darüber, was Neues zu lernen. Übrigens, der Steve freut sich auch, der immer was Neues zu lernen. Er sitzt nämlich hier, ich sehe ihn, er zeichnet das alles auf, aber ihr könnt ihn heute mal leider nicht sehen. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann wisst ihr, worum ich jetzt bettle, nämlich genau den Kanal abonnieren und einfach auch mal die Alarmglocke klicken, damit ihr wisst, wenn es von uns was Neues für euch gibt. Den Spruch kennt ihr. Ich sage tschüss, vielen Dank, Philipp, alles Gute euch und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.